schauen, welche verschiedenen Designs und Farben es für die Kiste gibt. Weil wieder in der Vorschau gibt es ja leider keine Vorschau, sagen wir mal so. So, wir machen mal konfigurieren und machen mal Drahtsetup Nummer 3. Okay. Oder geändert. So, das ist also Drahtsetup 3. Wem es auch immer gefällt, mir nicht. So, konfigurieren, Drahtsetup Design 4. Warum es nur 2 nicht gibt, ist eine gute Frage. Ja. So, dann Design 5. Ja, Speichendesign finde ich ganz okay. Ist also 5. Design 6. Können wir sich auch noch angucken, so ähnlich wie BBS oder sowas. Ja, für einen Truck eigentlich ganz schick, ne? Kann man mitfahren. Okay, so, jetzt gibt es natürlich noch die Designs von der Karre selber. GT-Streifen Nummer 1, jetzt machen wir mal GT-Streifen Nummer 2. Na, das ist also jetzt so gesplittet. Vorher war es einer, das sind die üblichen Camaro, hast du nicht gesehen, GT-Streifen. Dann Design 1. Aha, also einfach die Mitte dann die Designfarbe drauf geklatscht und oben. Design 2. Ähnlich. Aber auch nicht wirklich schön. Das ist alles nur eine kleine Variation, ja, und wieder Standard. Ja, damit hätten wir alle Designs mal einmal durch. Und dann weiß man auch, wo man ist. Wenn man es kauft, braucht man es nicht so wie ich erst vorher durchtesten.